Ja, ich begrüße Sie zum virtuellen Rundgang der Foto-Pop-Up-Fair. Diese sollte bereits im November letzten Jahres eröffnet werden und das hat aus bekannten Gründen nicht geklappt. Und wir haben uns überlegt, den Kulturtalk mal hierhin zu verlegen und das Ganze virtuell abzubilden, einfach um die Künstler zu unterstützen. Und zu diesem Zweck habe ich mich mit dem Wolfgang Sohn, mit dem Initiator der Foto-Pop-Up-Fair, verabredet. Dieser führt uns heute durch die Ausstellung und wir treffen einige Künstler vor Ort, wir treffen einige Künstler virtuell, wie man das heute so macht und ich freue mich auf eine tolle Sendung. Begleiten Sie mich. Ja, und hier ist er schon. Wolf, bist du traurig über die Situation? Ja, traurig ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir sind natürlich hier in einer Wartesituation, in einem Wartestatus, der mir und natürlich auch allen Künstlern nicht gefällt. Und wir hoffen auf bessere Zahlen, auf die Politik, dass wir unter welchen Umständen auch immer dann diese Show noch zeigen können. Deswegen sind wir heute hier aufgeschlagen, einfach um den Künstlern auch die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, um ihnen zu zeigen, was ihr hier aufgebaut habt, jetzt schon seit einigen Monaten. Und wir sind ganz gespannt. Also ich sehe hier schon im Hintergrund den Johnny Depp. Ihr habt so eine gewisse Ähnlichkeit, jedenfalls was das Outfit angeht. Ich passe ja eher zum Sting. Aber was erwartet uns hier heute noch? Ja, wir stehen hier vor der Wand von Jens Koch, ein junger Fotograf, der auf der Berlinade die ganzen Celebrities hier fotografiert hat und fotografieren konnte und generell in diesem Genre auch unterwegs ist, auf Tour mit Rammstein und so weiter, hat das Buch fotografiert. Und uns erwarten 35, 38 Künstler, nationale, internationale Künstler und eine große Bandbreite. Da freue ich mich immer wieder drüber, dass wir in der Lage sind, hier wirklich so viele unterschiedliche Genres aus der Fotografie zu zeigen, aus der zeitgenössischen Fotografie. Perfekt, komm, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Machen wir. Danke. Ja, trotz des Lockdowns konntest du kreativ sein, oder? Trotz oder wegen des Lockdowns sogar. Hat man mehr Zeit gehabt, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wo man sonst vielleicht nicht zugekommen wäre. Und ich habe die Zeit, denke ich, ganz gut genutzt. Was hast du denn gemacht? Ich habe versucht, Anfang des Jahres so ein bisschen mir Gedanken darüber zu machen, weil ich immer mit unterschiedlichen Materialien auch arbeite und mich damit beschäftige, wie man die Fotografie aus der einen Dimension vielleicht in eine zweite oder sogar dritte Dimension dann verlegen kann und vielleicht auch durch die Methodik dann eine ganz andere Aussagekraft erzielt, dass da was Lebendiges oder vielleicht Dynamisches auch mit drin steckt. Und es war ein relativ langwieriger Prozess, aber ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich mit dem Ende. Wie, Wolf, wie würdest du die Details beschreiben der Fotos? Ja, die Georgia ist ja jetzt schon bereits zum vierten Mal, glaube ich, bei der Foto-Pop-Up-Fair dabei. Und es ist so, dass sie also eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat. Das haben wir hier auch beim Aufbau festgestellt, dass wir immer gemerkt haben, dass Georgia immer wieder mindestens ein oder zwei Schritte nach vorne geht und beim letzten Mal schon die vertikale oder horizontale Dimension aufgelöst hat, dadurch, dass die Bilder nochmal
komplett auseinandergenommen oder zusammengesetzt wurden. Und jetzt eben auch dann noch die dritte Dimension, und das kann sie viel besser erklären, aber ich kann nur sagen, beim Aufbau hier waren alle Kollegen sehr, sehr begeistert. Auch die Art, wie sie dann letztendlich produziert und gerahmt sind, ist extrem hochwertig. Wie entsteht denn so ein Werk? Mit viel Zeit und Geduld, vor allen Dingen Zweiteres habe ich eigentlich nicht so sehr, aber ich habe es ein bisschen als meditative Tätigkeit einfach auch dann erlebt. Ist irgendwann auch echt anstrengend. Weil was ich mache, ist, dass ich die Bilder auf unterschiedlichen Materialien ausdrucke und dann in feine Streifen schneide oder mit Skalpell auch teile und die dann wieder ineinander verflechte und dabei relativ bewusst manche Teile so verflechte, dass sie dann noch wieder ganz akkurat aufeinander das Bild zeigen und dann wiederum andere Teile, die dann etwas Abstraktes dann irgendwo werden. Jetzt wie bei diesem Bild, dass das New Yorker, welches einen wirklich ins Auge sticht, dann ganz, ganz akkurat aufeinander gesetzt wurde und der Rest dann so ein bisschen abstrakt dann wird. Und ja, vor allem bei diesem Bild war es letztes Jahr, ich glaube, relativ spannendes, dynamisches Jahr für New York, für die USA, war so ein bisschen ein Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, der betitelt gewesen ist mit New York is dead. Und das ist es eben nicht. Ich finde, es gibt keine lebendigere Stadt als New York irgendwo. Und jetzt hat es vielleicht auch die Renaissance geschafft, wenn es jetzt irgendwie auch mit dem politischen Werdegang dann jetzt hoffentlich ein Ende hat und dann jetzt irgendwie vielleicht ein neuer Input jetzt mit da reinkommt. Und deswegen ist New York nicht für mich das, was es vielleicht 2020 teilweise war. Eigentlich muss man die Seele der Stadt, das Leben der Stadt dann jetzt irgendwo wiederfinden. Denn es ist da. Ist es denn bei dir, bei diesen klaren Motiven leichter als bei mehr der Abstraktion hier mit den Erdtönen? Das sind ja teilweise Baumrinden, glaube ich, Felsen, Boden, Erde. Was ist letztendlich in der Umsetzung für dich leichter? Ich stelle mir hier vor, dass es am Schluss ja etwas besser passen muss als bei den Motiven. Ist das so? Klar, der Wiedererkennungswert, auch für den Betrachter, der sich vorher nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, ist viel mehr bei einem bekannten Motiv gegeben, wo man dann viel eher irgendwie guckt, okay, passt das irgendwie so? Dennoch war das für mich die Herausforderung, eher auch die abstrakten Motive jetzt so zu bearbeiten, weil eigentlich auch so die Serie ja betitelt ist, Abstraktur, Abstrakt und Struktur und dadurch dann die Dreidimensionalität nochmal irgendwie da mit dem Namen drin ist. Und ich finde vor allen Dingen bei den Erdtönen, die vielleicht ein bisschen dezenter im Hintergrund sind, diese dennoch so miteinander wieder lebendiger zu gestalten, eigentlich, das war das die Herausforderung. Das war das Schöne eigentlich daran. Hast du dich, bevor du dich letztendlich mit dieser Entwicklung beschäftigt hast, hast du dich da auch schon mit der Präsentation beschäftigt? Das heißt, mit der Rahmung, war das etwas, was im Vorfeld schon geplant werden musste? Weil das ist ja schon auch, die sind ja aufgehangen, im Prinzip schwebend und ja, auch die flache Dimension verlassend. Genau, also das war die Grundidee. Noch bevor ich die Motive kannte, wusste ich, dass ich so und nicht anders präsentieren wollen würde. Dass das Ganze dann nach und nach dann viele Treffen gemeinsam mit der Produktionsstätte dann gegeben hat, weil ich ganz genau mitbestimmen wollte, wo sind die Erhebungen, wo sind die Senkungen, wie hoch, wie wenig hoch sind sie jetzt dort. Das war auch ziemlich aufwendig, aber genauso sollte es dann irgendwie auch sein. Aber das war das Spannende und das war die Grundidee am Anfang. Cool, mega cool, ja. Kunst schafft Realität und die Georgia Ordner schafft es eben über Dreidimensionalität und das ist halt auch die Aufgabe. Ne? Das ist die Aufgabe der Künstler und das ist das, was wir hier ein Stück weit transparent machen wollen. Und dir danke für das tolle und kurze Statement und der Wolfgang Sohn führt uns jetzt weiter durch die Ausstellung und wir sind ganz gespannt, was uns noch erwartet. Ja, hier Flora Borsi, Galerie Anna Laudell. Was sehen wir hier, Wolf? Ja, die Marina ist ja da, die holen wir dazu am besten. Ja. Marina. Hallo. Hallo. Marina ist ja die Galeriemanagerin von Anna Laudell. Und was hier bei der Galerie Anna Laudell stellt ja Flora Borsi aus. Und Flora Borsi kommt aus Budapest, ist Ungarin. Erzähl mal ein bisschen was über die Künstlerin. Ja, Flora Borsi ist 93er Jahrgang, ist auf ihren Bildern auch immer selbst zu sehen. Sie ist immer selbst ihr Model, um quasi alles in der Hand zu haben. Sie ist Perfektionistin und möchte da auf alle Details selbst Einfluss haben. Wir können vielleicht mit der Animal Series mal starten. Sie liebt Tiere, für sie sind Tiere ein Teil ihres Lebens und sie macht in dieser Serie
aufmerksam, dass gerade die Augen der Tiere, Blick in die Seele, doch mit dem menschlichen Auge eine Symbiose bzw. eine sehr große Ähnlichkeit hat. Wir haben auch hier nochmal Fotografie kombiniert mit Paintings. Da geht es um die Unsterblichkeit des Menschen. Wir können hier weiter fortfahren mit Home, wo sie in einem alltäglichen Kontext mit Badehandtuch auf dem Kopf aufmerksam macht auf die Naturkatastrophen. Also die Lunge des Menschen entspricht der Lunge der Natur. Vor ein paar Jahren entstanden, wie gerade das Thema im Arizona sehr oder Amazonas sehr thematisiert wurde, werde das Key Visual der Pop-Up-Fair-Messe. Wir sind sehr, sehr stolz. Dort hat sie sich ja offensichtlich mit der Farbe Grün beschäftigt, um auch wieder aufzuzeigen, Natur und Mensch fließt ineinander. Für sie gibt es da keine Abgrenzung und auch wieder sie selbst zu sehen. Wenn jetzt jemand sagt, Flora Borgi habe ich schon mal gesehen, irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, dann kann das woher kommen? Das wird wahrscheinlich aus ihrer langjährigen Tätigkeit für Adobe sein, könnte. Sie war lange Jahre das Gesicht, ihre Kunst wurde bei Adobe über Jahre verwendet für Photoshop. Gleichzeitig hat sie international sehr viele renommierte Preise gewonnen, durfte auch im Louvre in Paris ausstellen und ist international aktiv auf allen Kontinenten. Und sie ist relativ jung noch, ne? Ich glaube, ja, Mitte 30? Ja, nee, 93er Jahrgang, sogar noch ein bisschen jünger. Oh, wow. Ja, und self-made, hat sich alles selbst beigebracht. Und ja, wir sind sehr, sehr stolz, sie jetzt seit fast 8 Jahren begleiten zu dürfen. Und ist auch sehr renommiert aufgenommen worden gerade in eine... Forbes, letztes Jahr 2020 wurde sie quasi unter die ersten 30 Künstlerinnen unter 30 Jahre gewählt. Genau, das meinte ich, ja. Ja, und hat uns natürlich sehr gefreut. Also wir sind sehr, sehr froh, dass ihr hier seid mit Danke. Flora Borgi und wir freuen uns dann auch, wenn wir das endlich auch den allgemeinen Besuchern zeigen können. Ja. Also was mir ins Auge springt, ist einfach, dass die inhaltliche Tiefe kommuniziert. Ne? Das sind ja auch Aussagen und ich finde es halt wichtig, dass diese Aussagen über die Kunst transportiert werden in die Gesellschaft und es ist wichtig, dass wir wieder starten, damit das eben auch weitergeht, weil das fehlt. Sollte sie, ja klar. Ja, das fehlt uns. Wir zeigen deshalb hier genau diese Ansätze, aber ich finde die Art und Weise, wie diese Themen Verbindung von Mensch und Tier, Verbindung von Mensch und Natur hier kommuniziert werden, eindringlich und einfach auch wichtig. Und das ist einfach auch wichtig für die Gesellschaft. Kunst und Kultur ist wichtig für die Gesellschaft und das transportiert ihr hier gut. Ja, wir werden vielleicht erst sehr viel später merken, wie viele Wunden die Gesellschaft davonträgt, dass wir diese lange Zeit, dieses lange Gap jetzt hatten, was wirklich ohne den Konsum von Kunst und Kultur, die Kommunikation über Kultur und über Kunst nicht stattfinden konnte, auf jeden Fall. Wir haben ja noch 2 weitere Wände von Flora Borgi, die man später auch im Film, glaube ich, sehen wird. Und vielen Dank, Marina. Ja, vielen Dank. Super. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter, ja, danke. Wunderbar. Flora, ganz spannend, Kintsugi, das ist quasi die Kunst des Wiederheilens von gebrochenen Stellen. Sie wieder in 2 Persönlichkeiten zu sehen, die auseinanderschmelzen und doch dann wieder gefixt werden. Und, was ich toll finde, ist, dass man es hier bei dem Bild wirklich hingekriegt hat, um diese Porzellanoptik. Mhm. Weißt du, es sieht ja wirklich aus, als wenn man eine Porzellanpuppe spielt. Ja. Das ist schon ganz besonders.
Jetzt holen wir den Klaus Altevogt in die Sendung, damit er uns einige Fragen zu seiner Kunst beantwortet. Wir stehen jetzt hier vor deinen Ausstellungswänden und haben auch deine Bilder schon gezeigt. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Konzept, zu dem Projekt, das du hier ausstellst auf der Foto Pop-Up Fair, wenn wir dann endlich aufmachen dürfen. Gut, wenn wir dann endlich aufmachen. Gut, ich bin seit 30 Jahren selbstständig, habe viele Jahre überwiegend Auftragsarbeiten gemacht. Nehmen wir mal eine mediterrane Fassade mit Platanen. Das hat ein besonderes Licht. Die Farben haben eine Stimmung. Und um das von dem Projekt, von dem Objekt zu lösen, hilft mir die Unschärfe. Das heißt, ich reduziere die ganze Geschichte auf eine Stimmung, eine Farbstimmung, eine Formstimmung und eine Lichtstimmung. Das heißt, Schärfe wird überbewertet? Ich kann auch scharf fotografieren. Das geht dann auch. Dabei ist es aber schön, sich davon zu lösen. Es gibt schon scharfe Momente in den Bildern, fast immer. Aber der Rest soll das was Duftiges kriegen. Das soll der Betrachter soll sich von der gegenständlichen Darstellung lösen und einfach gucken, ob er dieses Gefühl wahrnehmen kann. Genau, das meinte ich, hast du gut erklärt, deswegen meine etwas provokante Frage. Das wird überbewertet, war natürlich so nicht gemeint. Ich weiß natürlich, dass du scharf fotografieren kannst. Ist es letztendlich da beim Objekt, was du fotografierst, egal welches ist, oder suchst du dir ganz bestimmte Gegenden, ganz bestimmte Objekte, ganz bestimmte Farbgebungen? Ein Stück weit suchen, ja. Ich begebe mich aber gerne in eine Situation und gucke, was sie mit mir macht. Ich liebe zum Beispiel Straßencafés. Ich komme in eine Metropole und verbringe erstmal einen Tag im Straßencafé. Und dann fängt das so, dann komme ich an. Und dann gehe ich los und gucke mir, was mir in dieser Stimmung, ich bin in Paris im Marais, und dann gucke ich, was für eine Stimmung kommt da auf. Und die kann mal melancholisch sein, die kann auch mal ganz positiv oder lustig sein. Das kommt dann von ganz alleine. Ja klar, und die Unschärfe geht letztendlich weg von dem eigentlichen Objekt in die Stimmung. Super, haben wir verstanden. Oder? So war's. Da sind mitunter, für so eine Einstellung mache ich schon 300, 400 Belichtungen, bis da eine bei ist, die so ist, wie ich mir das vorstelle. Okay, super. Klaus, sag mir noch ganz kurz, wie gehst du mit der Situation jetzt gerade um? Wir sind hier in einem Wartestatus mit der Foto Pop-Up Fair. Ganz generell, was macht das mit dir gerade? Es hat mich im letzten Jahr schon auch ein bisschen runtergezogen. Mittlerweile habe ich die Situation akzeptiert und versuche positiv nach vorne zu schauen. Die Umsatzsituation ist natürlich auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ich denke eigentlich nicht an das, was jetzt passiert gerade, sondern ich denke an das, was wir vorhaben. Und da freue ich mich schon sehr drauf, nach wie vor. Klaus, vielen Dank. Nach vorne gucken ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das kurze Statement und bleib gesund und wir sehen uns bald hier live. Vielen Dank. So, jetzt habe ich den Robert Schlesinger hier reingeholt. Robert, wir sind hier mit Fernseh Düsseldorf TV auf der Foto Pop-Up Fair beim virtuellen Rundgang. Und wir stehen jetzt gerade bei deinen Bildern. Und du bist ja vor 2 Jahren, also du bist aus Berlin zugeschaltet, muss man kurz sagen, du bist ja vor 2 Jahren vom Stern als einer der 10 besten deutschen Fotografen genannt, und zwar mit dem Bild Stop Eating Animals, was wir hier auch sehen, was auch unsere Zuschauer sehen. Kannst du kurz was dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Also erstmal herzlich willkommen und liebe Grüße aus Berlin. Ich freue mich, dass mein Bild da noch hängt in der Ausstellung, du hast ja langen Atem bewiesen. Und die sozusagen Mitteilnehmer auch. Was ich zu dem Bild sagen kann, ist, es hat ja einen tieferen Sinn. Nicht nur, was man auf den ersten Blick sieht, dass es da sozusagen um die Nacktheit der Frau geht, sondern es geht eigentlich viel mehr um die Gleichstellung der Frau in der heutigen Zeit und die Verschwendung der Lebensmittel in Form von tierischen Fleischprodukten. Und das ist so ein konträres Bild, das ich darstellen wollte. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Das ist super gut gelungen. Wir sind auch super froh, dass du hier bei der Show dabei bist und hoffe, dass wir dich auch bald zeigen können. Du bist in Berlin unterwegs und du bist gerade, habe ich gehört, auch bei einem Projekt, da hängt auch hier ein Bild von Tim Raue. Es geht da um die Gastronomie, glaube ich, in Berlin. Kannst du dazu noch was erzählen? Ja. Aktuell beschäftige ich mich mit einem Buch, das sozusagen die gastronomische Szene im Sternesegment oder auch im normalen Bereich enger beleuchtet und die Leute zeigt und vor allem die Geschichte dahinter erklärt, wie die Leute dazu gekommen sind, wie sie auf die Idee gekommen sind, ihre Wege zu finden in der Gastronomie, was ihre Ideen und Inspirationen waren für die Gerichte, die sie zubereiten und den ganzen Leuten einfach mal ein Gesicht zu geben, weil es sind teilweise so wie soll ich sagen, verrückte Geschichten dahinter, vom Versicherungskaufmann zum Sternekoch. Und da haben wir ein Buchprojekt gestartet und wollen diese Geschichte da intensiver beleuchten. Das mache ich mit einem Team von 4 Leuten. Robert, was bedeutet das für dich, als professioneller Fotograf auch für Kunden zu arbeiten, freie Projekte zu gestalten? Freie Projekte haben für mich einen immer höheren Stellenwert bekommen, weil du damit zeigen kannst, was du wirklich drauf hast. Wenn du nur nach Vorgabe arbeitest oder Leuten nacheiferst, die schon alles fotografiert haben, was man selber glaubt, auch fotografieren zu wollen, dann hat man, glaube ich, keinerlei Überlebenschance mehr im heutigen Markt. Man muss schon sein Spektrum erweitern und freie Strecken anbieten, rausgehen, sichtbar werden und ein bisschen provozieren oder vielleicht ein bisschen von der Norm abweichen und sich permanent selbst neu erfinden und auch wieder in den Fokus rücken. Sehr gut, ich persönlich liebe deine Arbeiten, das weißt du. Und sag mir noch ganz kurz als letzte Frage, wie gehst du jetzt gerade momentan nach der langen Zeit auch mit der Krise um und mit vielleicht den reduzierten Möglichkeiten arbeiten zu können? Also ich versuche mich zumindest, ich hab am Anfang des Jahres gesagt, ich mache mir von 2 Sachen im Leben nicht mehr zu viel, das sind Nudeln und Sorgen. Ich versuche irgendwie mich nicht runterziehen zu lassen. Ja, also es ist natürlich schwer, weil die Perspektivlosigkeit ist schon groß. Du hast halt keinerlei Planungssicherheit mehr. Aber ich habe ganz gute passive Jobs noch, wo ich mit meinem Synchronsprechen vorankomme. Aber ich würde mich ganz, ganz doll darauf freuen, wenn wir endlich zusammenkommen in Düsseldorf und alle gemeinsam diese Ausstellung eröffnen können. Super Schlusswort. Herzliche Grüße nach Berlin. Ganz lieben Dank, dass du kurz dich dazugeschaltet hast. Und ciao, ciao. Lass dir gut gehen, trotz alledem. Vielen lieben Dank. Bis ganz bald. Ja? Tschö, Robert. Ciao. Wolf, das war unser Kulturtalk. Ich danke dir für die inspirierende Führung, für das, was wir wieder über Kunst lernen können. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass
ihr bald öffnen könnt, dass wir die Kunst und Kultur wieder live erleben können. Und freue mich, wenn wir dann auch wieder mit Fernsehen Düsseldorf dabei sein dürfen. Ich danke dir und Fernsehen Düsseldorf TV, dass ihr hier wart und einen kleinen Einblick gegeben habt. Das wird unseren Künstlern helfen, unseren ausstellenden Künstlern, die natürlich auch auf heißen Kohlen sitzen. Wir hoffen für die Gesellschaft, wir hoffen für uns, wir hoffen für uns alle, nicht nur für die Kunst und Kultur, für die Gastro und für die Menschen im Allgemeinen, dass sich alles schnell bessert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn wir dann wirklich aufhaben. Das machen wir. Danke. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und think pink. Bis dann. Ciao.